Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Ja, ich habe letzte Mal im letzten Part gemerkt, dann am Anschluss, das Mikrofon war einfach nicht, wurde irgendwie ausgerissen oder so. Ich habe nichts bemerkt, das Kabel ist scheinbar doch nicht mehr so standhaft, dass man einen kleinen Wackelkontakt hat oder so und dann wird das Mikrofon wahrscheinlich nicht mehr mit Strom gedingen. Also ich muss sofort ein neues kaufen, aber es fehlt mir momentan an Geld. Ich werde wirklich wütend auf die Leute sein, die mir dann die Arbeit nicht beschaffen. Ich werde ab jetzt einfach so ein bisschen durchgreifen und dann Geld verdienen. Weil ich habe es auch verdient, Geld zu verdienen. Kann doch nicht sein, dass ich immer leiden muss und deswegen jo, einfach immer einstecken muss, hier auch beim Let's Playen, ist die Welt immer so teuer, ey. Da kriegst du einfach mega das Genervt über, oder? Die Hardware geht so schnell kaputt. Ah, die wollen wieder, dass wir dort doch weiterspielen, die Armen. Also müssen wir doch nochmals kurz weiterspielen. Also, liebe Entwickler von Last Epoch, nervt uns bitte nicht weiterhin so. Es geht euch besser, wenn wir einfach besser spielen könnten. Aber ständig irgendwie etwas weitermachen und so. Oh, es nervt einfach. Na gut. Wir müssen hier rechts noch diese blöde. Wieso machen sie das nicht besser? Man muss doch nicht einfach sehen, wie der stirbt. Oh Gott, das ist kein Storytelling. Das ist scheiße. Langweilig, scheiße, langweilig. Gut, aber scheinbar will halt der Entwickler uns langweilen. Gut, machen wir das noch kurz und dann können wir Monolithen auch viel besser machen. Ja, jetzt sind wir leider im letzten Part auch das zweite Mal gestorben. Einmal habe ich noch vor der Aufnahme nicht geschaut, dass ich noch vom Monster angegriffen wurde. Bin kurz aufs Klo gegangen, bin deswegen gestorben. Aber, jo, ist egal, ich sterbe gerne. Ich sterbe in Games gerne. Im Real Life würde ich niemals gerne sterben. Ich darf nicht sterben. Mein Leben ist viel zu schön, um sterben. Jo, dann hat eine komische, langsame, langweilige Passage vor uns. Aber wir gehen ja schnell. Das ist easy. So. So. I see you have returned with the lance. Oh, du Fries. It shall bear my final blessing. Even the gods can. Das ist immer genau dieser Kampagnenstand, der unglaublich langweilig ist, weil nichts passiert. Es ist einfach auch der Ende Akt 7, also im Gesamten ist Akt 7 eigentlich nur kurz am Anfang, wow, Spaß, und dann lange, lange Weile, weil man einfach noch nichts neu bekommt. Und dann ganz am Schluss von Akt 7 ist es dann wieder spannend. Aber wehe, jetzt kann ich wieder nicht rein. Ich will doch frühzeitig, ich will wie früher. Mitte Akt 7, Ende Akt 7 in die Monolithen gehen. Was haben sie denn für Scheiße entwickelt? Seit März ist einfach Last Epoch schlechter geworden. Viel schlechter. Nur die Grafik wurde ein bisschen besser und dass man online spielen kann. Alles andere ist kacker schlechter geworden. Acht Akte 1. Ja, wir können wieder nicht rein. Hallo, es wird doch angezeigt, dass wir hier hinten müssen. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug, den sie immer noch drinnen haben. Wieso fixen sie den Bug nicht nach 5 Monaten? Wieso fixen sie den nicht? Wir machen jetzt hier noch weiter und ich muss mich echt wieder ein bisschen bändigen. Ist ja übertrieben doof. Mann, Drago will zu den Monolithen und er kann nicht. Schade. Aber wenn wir jetzt da unten in Akt 8 sind, dann muss doch das reingehen. Jetzt habe ich schon den zweiten Charakter, der nicht weiterspielen kann. Mit dem anderen Charakter, mit dem Marksman, konnte ich ja dann schon rein.
war ja nicht durch. Ja, ich war schon durch, aber ich habe die Quest nicht beendet da unten. Meine Güte, jetzt muss ich das auch noch extra immer machen. Das ist einfach sehr erniedrigend für einen, der öfters die Kampagne durchspielt. Es ist einfach grausam, auch Last Epoch. Ich habe keinen Bock, eine neue Season oder so anzufangen. Also ein Ding, ein Pass of Exile, nicht Last Epoch. Aber es ist so richtig erniedrigend und nervig. Ich bin müde vom Sport. Ich habe nicht Bock, da die ganze Zeit die Kampagne komplett fertig zu machen und alles. Die Entwickler sind so mühsam manchmal. Es ist einfach unglaublich, oder? Man leistet etwas, um etwas Spaß zu haben, und das ist der Spaß auch noch mega mühsam. Es ist gemeingefährlich für jeden, der einen richtigen Tagesrhythmus hat oder arbeitet und alles. Es ist einfach erniedrigend, was eigentlich solche Hack-and-Slay-Entwickler von den Spielen eigentlich wollen. Deshalb sterben wahrscheinlich einfach auch die Let's Player und Livestreamer aus. Die wollen ja auch nicht den ganzen Tag immer nur grinden und eine Kampagne mehr machen. Eine Kampagne durchspielen und so weiter. Ist halt einfach, und ich habe schon echt wenig Leben. Wo kriegst du Leben? Musst du suchen. 20 Tage Dauergrinden, damit du gutes Equip hast in diesem Zeitpunkt. Wie asozial sind eigentlich Entwickler von Hack'n'Slays? Ja. Einfach nur ja. Ja, ich mag die Entwickler wirklich nicht mehr. Auch damals habe ich mir gefragt, was haben die Entwickler eigentlich nicht gemacht? Sind die nicht zur Schule gegangen? Haben die keine Lehre gehabt? Sie sind halt schon cool. Das Spiel ist cool. Es macht Spaß. Aber so immer fehlt etwas am Entwickler. Es fehlt ein großes Stück vom Kuchen, um ein komplett gutes Spiel zu haben. Die Entwickler sind wirklich eher auf, ja, wir veröffentlichen ein Spiel für die Menge, aber die Qualität lassen wir am letzten Stück. Oder? Genau das Stück, was nicht reingepatcht wird. Das Stück, was nicht fertig ist, das ist die Qualität. Also kannst du eigentlich wegwerfen. Ich mach's aber nicht. Ich habe Spaß am Spiel. Es nervt mich aber, wenn ich es zu oft spiele. Es nervt gewaltig. Ja, und das ist es halt, dass ich auch gerade so ein bisschen zu sehr nicht mag. Ich würde selber besser entwickeln können als irgendwie so 40 Leute bei 11th Hours Games. Wirklich? Ich entwickle ja selber Spiele, ich kann es besser. Aber ich kann die Qualität halt in Animationen und Sounddesign und so nicht haben. Ah, und crashen tut's auch, danke schön. Schön, dann können wir gleich mal wieder Last Epoch starten. Macht ja auch sehr viel Spaß. In jeder Folge mindestens einen Crash zu haben. Weil die nicht fixen, die nicht arbeiten. Haben sie jetzt seit 6 Monaten eigentlich Sommerferien, oder was? Wann haben sie mal etwas gefixt? Nö. Haben sie mal irgendwas gefixt? Haben sie mal Lagon gefixt? Nein, haben sie nicht gemacht. Sehr gut. Lagon in den Monolithen ist immer noch verpackt. Immer noch. Gut, ich freue mich drüber, weiterhin zu Crash zu haben während der Kampagne. Ja, okay, ich glaube ein oder zweimal ist es auch während den Monolithen gecrashed. Aber es liegt halt einfach auch an der Engine. Diese Unity Engine ist nicht gemacht, um so Bugfixes zu machen. Das ist zu schwer. Die Engine, ich und Leon haben sie mal angeschaut und ich habe weiterhin noch weiter angeschaut. Es ist zu schwer, man muss zu viel coden. Dann lieber die Unreal Engine 5.2 benutzen und einfach nicht coden müssen. Aber kriegst du einfach nicht
Als Spieler bist du einfach wütend, wenn es die Entwickler nicht hinkriegen. Gut, habe ich Werwana jetzt. Ich kann fast alle Dinge mit mehr Mana. Kann ich alle beschwören? Gut. Aber es dauert. Also, es muss einfach so sein, dass man Maximum beschwört auf einen Mann. Das macht sonst nicht so viel Spaß die ganze Zeit. Also können die eigentlich noch schreiben? Das ist doch kein gutes Item. Postet er das? Okay, es ist schon gut, ja. Aber es sind halt Anfänger, die schreiben. Profis schreiben nie mehr. Oder nur noch wenig oder helfen nur Anfängern. So Postings in global macht eigentlich niemand mehr, wenn das Spiel ein bisschen kennt. Weil es eben jedem nervt. Jeder muss es auch noch lesen können. Also, ich will es einfach kurz anschauen, wie ich jetzt. Es ist einfach nervig, also macht es am besten einfach gar nicht. So, und jetzt lasst mich ein bisschen in Ruhe. Ich habe gerade ein Bild, der recht langweilig ist. Wir den einfach hochtreiben. Und dann wieder mehr Spaß haben in diesem Bild. Aber ich muss einfach hier durch. Es macht keinen Spaß, weil wir zu squishy sind noch. Ja. Seitdem ich angefangen habe mit diesem Bild, bin ich eigentlich gelangweilt. Ich denke, euch langweilt es halt eigentlich auch schon lange. Der andere Bild war besser, aber das wollte ich einfach nicht so lange aushalten, weil der echt manchmal zu wenig Schaden gemacht hat. Es ist immer so ein Min-Maxing und alles mögliche, man muss zu gute Items haben. Man braucht mehr Geduld und Zeit und das habe ich halt für dieses Spiel. Also wenn es jetzt noch mehr Zeit kostet, irgendwie ein Item zu finden oder so, dann höre ich auf. Bin ich derjenige, der sagt, ja, okay, dann höre ich halt auch auf. Das haben ja, die anderen haben ja alle schon aufgegeben. Es wird nur noch von 6000 Leuten gespielt momentan, auf guten Zeiten. Wieso? Weil der Entwickler halt nichts macht. Der Entwickler ist schuld, dass er nicht keine Einnahmen mehr hat. Oder wollt ihr jetzt gerade das Spiel kaufen, wenn ihr mich seht? Ich glaube... Jo. Ihr seht's, ich beiß mich durch, aber ich bin auch am Ende. Ich will auch selber nicht mehr so sehr eine Zeit verschwenden. Nee, es ist jetzt gerade in einer schweren Phase. Ich will mir das durchhalten. Ich will euch Videos bringen. Aber eben, versteht, wenn ich auf diesen Abstürzen oder so einfach ein bisschen wütend bin. Bin ich so wütend, wie ich ansehe mich, wie es für euch auch klingt. Aber dennoch, ja, ich muss immer wieder mehr Negatives reden, damit ihr es auch vielleicht seht. Eieiei, diese Random Crashes, ey. Schon so lange, seit März, habe ich Random Crashes. Und ich habe früher schon mal Random Crashes gehabt. Ja, das kann man machen. Dem Entwickler eins in den Arsch bauen, oder was? Was kann man machen? Wieso tut der Entwickler das nicht einfach machen? Diese Random Crashes gibt es schon ewig. Jetzt wurden sie einfach wieder neu aufgelegt, aber der Entwickler macht trotzdem 6 Monate nichts. Okay, 5 Monate nichts. Was kann man machen? Jetzt muss ich Sacrifice, aber ich weiß nicht, wie ich es kill. Da muss ich auf links gehen und irgendwie alles durchskillen. Also oben und rechts unten alles durchskillen. Uff. Also, was ist da unten auch? Nee, das sieht mir anders. Ah, ich habe das falsch aus. Hey, ich habe das falsch ausgewählt. Ich muss nicht Sacrifice nehmen. Lass mich mal. Ist das neu? Nein, ich muss Infernal Shade. Das muss ich auswählen. Jetzt sieht es richtig aus. Also ich muss da runter. Ich muss da oben. Nein. Muss ich mehr Shades nehmen und mehr Damage, mehr Rear? Muss ich. Das muss ich sicher mal nehmen.
Explosionen sind gut. Habe ich jetzt einen? Nein, ich habe einfach einen Punkt nicht. So. Also. Ich will aber die Rides nicht markieren müssen. Warte noch ein bisschen darauf. Könnte. Nein, ich habe ja die Minions noch. Also machen wir die mal noch nicht aktiv verwenden. Und ja, wieso haben sie diese Kiste auch noch nicht gefixt? Die brauchen so lange, um irgendwas zu fixen, was wirklich schlecht ist. Verbuggt. Brauchen die so lange, bis sie es endlich mal fixen. Das sind ganz arme Leute. Ganz arme Entwickler. Die muss man mehr würdigen. Nein, mehr haten. Die muss man viel mehr haten. Machen es nicht richtig. Also liebe aktive Forenbenutzer, also die wirklich auch Englisch können, schreibt mal den. Rocco hat Probleme. Rocco hat Crashes und irgendwelche verpackten Items, also Kisten. Und hängt sich manchmal irgendwo an Kanten fest. Man macht einfach, dass man speichern kann und wieder laden kann. Ich mag so Spiele nicht, wo man spielt und eine Aufnahme kaputt ist oder das Mikrofon plötzlich sich aussteckt. Weil, ja, man Wackelkontakt hat plötzlich wieder. Wieso hat jedes Kabel, jedes moderne Kabel irgendwann mal Wackelkontakt? Wieso? Weil die Qualität bei den Menschen sinkt ins Bodenlose. Ist der Mensch nichts mehr wert? Ist er nur noch Müll, weil er Geld verdient? Also weil er mehr Geld verdient, er immer schlechter Müll wird? Kann schon sein. Aber ich erkenne es. Ich habe auch zum Beispiel einen, den ich kenne, der Geld hat und der ist einfach nur noch Müll. Er ist Müll. Müll und Much und Müll. Mit dem Teil, also ich hänge nicht mit dem rum. Geld schadet den Menschen. Ja, ein bisschen Geld dürft ihr haben, aber ihr solltet nicht zu viel Geld verdienen. Es macht euch krank und kaputt. Ja, ist wirklich ernst. Ich sehe viele Leute, je mehr Geld sie haben, desto schlechter werden sie. Das sieht man wahrscheinlich bei diesem Entwickler auch. Ihr habt euch das Spiel gekauft und der Entwickler wurde schlechter. Ja, was kann man machen? Nicht viel, oder? Einfach nicht zu unterstützen. Nur die unterstützen, die halt wirklich auch sichtbar sich verbessern. Aber ich kenne Let's Player, die schon seit 2009 Let's Playen. Sie wurden schlechter. Die werden von Monat zu Monat schlechter immer noch. Es gibt ein paar, ich sag jetzt nicht die Namen, aber es gibt ein paar, die sich irgendwelchen Leuten verschrieben haben. Die wurden so viel schlechter, weil sie einfach nur noch den Leuten verschrieben haben. Sich. Oder Entwicklern. Zum Beispiel Nintendo Let's Player oder PS5 Let's Player. Ja. Die wurden viel schlechter. Was kann man machen? Nix. So, okay, wir gehen jetzt nicht weiter. Ich will jetzt Monolithen machen. Gehen zurück zum Waypoint, damit wir nicht so Ladezeiten haben. Aber jetzt müssen wir dort durchkommen, sonst ist das ein wirklich schlimmer Bug, der schon Ewigkeiten existiert. Ah, Mann, diese Übersicht immer. Dass man da unten ist. Es ist ein Fragezeichen dort, man darf dort schon hin. Aber es geht nicht. Geht nicht. Geht doch nicht. Das geht doch nicht. Irgendwie ist es. Es liegt an irgendwie einem einzelnen Skript, dass man hier nicht durchkommt. Wieso geht's denn nicht? Ich habe die Kampagne bis dorthin gespielt. Okay. Ich glaube, ich muss das ganze Spiel nochmals neu installieren. Weil dann ist das Skript wahrscheinlich dann wieder funktionabel. Ich kann momentan nicht Monolithen machen. Ich schaue mal kurz auf die Dauer, sonst mache ich wieder einen kürzeren Part. Okay, ich mache einfach einen 20 Minuten, sondern einen 30 Minuten
Ah, und entwickeln, tut das ganze Spiel nochmals downloaden. Dass das auch geht mit diesem Charakter. Schade, aber die Kampagne ist bis dorthin gemacht. Ich habe keine Lust auf Akt 8, der ist wirklich sehr langweilig. Auf Akt 9 habe ich auch nicht so Lust. Ich will Monolithen machen. Bitte, gestattet mir das. Dankeschön, lieber Decke. Und Dankeschön fürs Zusehen an euch. Ich hoffe eben, es wird mir auch wieder besser mit dem Spiel. Es wird mir wieder besser. Bis dann. Tschüss.